Willkommen zurück auf GameSports TV zum WCG Grand Final 2009. Und damit gehen wir rein ins Spiel, denn jetzt gibt es gerade in diesem Augenblick die RRs und die First Round startet. Ja, und hier sehen wir die Jungs von Power Gaming, relativ defensiver Aufbau. Vielleicht können wir das ganz kurz in der Overview zeigen. Ruid Plaste und der Nasudot sehr defensiv, während hier schon der A-Sport ein bisschen gepusht wird. Also hier wird ordentlich Action gemacht und jetzt kommt der Go auf den B-Spot. Dort ist kein, darf einer noch und der fällt hier in diesem Moment. Alexei down und damit kann hier die Bombe geplantet werden. Natu jetzt auf dem anderen Spot gefallen. Roman schon am B mit der HE. Oh, nice Headshot von ihm. Und jetzt der Spot leer gefegt. Damit kann der Defuse kommen und Roman hier mit den Defuse. Schöne Runde von ihm, gerade schöne zwei Frags mit der Granate und dann da vom kleinen Mini-Dach geholt. Ja, und Power Gaming mit der Runde hat da ein bisschen was probiert. Aber dann ging es ja, relativ unspektakulär auf dem Spot. Konnte nicht gut verteidigen. Aber immerhin die Bombe gelegt. Von daher können sie nächste Runde kaufen. Jetzt geht es hier unter das Fenster. Und da dürfte der 10. eigentlich schon gesehen haben. Ja, eine schöne Dreierdeckung. Direkt die 10. ist mit dabei. Plaste hier einen schönen Headshot gesetzt. Den kann er fast noch machen. Ja, was hat er noch? 26 HP. Also zweite Runde steht, aber jetzt wird hier gekauft. Wir hören die Waffen klackern. Ja, und eine kleine Änderung gab es im Lineup von Virtus Pro. Dort wird jetzt mit Groove gespielt, statt mit Dingo. Groove ist hier der Konstantin P. Und Dingo nicht mit dabei. Jetzt geht's hier gleich über Katze hoch. Root hätte da schon ein bisschen mehr pushen sollen. Also die anderen Mates da sehr, sehr schnell gestorben. Drei Waffen down. Und Root kann jetzt hier eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Roman noch auf dem Spot ist etwas weiter links von Root. Oh, und da versucht er das einmal durchzuziehen. Nikita da mit dem Frack. Dioxide sein Nick. Ja, die Russen ja schon relativ gewohnt, dass sie da immer mit ihren Real Names spielen und nicht mit ihren Nicknames. Und hier Last Man Standing mit 19 AP gegen drei Mann. Den ersten könnte er jetzt gleich kriegen, Konstantin. Ja, läuft ihn da rein. Konstantin kam da von CT Base aus. 3:0. Ja, und nochmal für alle diejenigen, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben vielleicht. Dieses Match hier ist direkt ein, ja, doch sehr entscheidendes Match. Denn in dieser Gruppe C neben Virtus Pro und Power Gaming als sicherlich stärkstes Team noch MTW mit in der Gruppe, die hier eigentlich als Erste abschließen sollten. Und dieses Spiel ist hier eigentlich dann schon die Entscheidung, wer dann am Ende Zweiter wird. Außer es gibt natürlich noch eine Überraschung. Aber der Sieger in diesem Match hier, der kann hier eigentlich schon den zweiten Platz für sich klar machen. So, Nasu. Ja. Dimitri B. steht dort on spot. Macht die Frags. Dann für alle noch ganz kurz zum Regelwerk. Die Maps werden eben rausgewählt. Das heißt, jedes Team sagt dem Referee, welche Map sie rausvoten wollen. Dass dann das Map-Vote-Verfahren für den späteren Turnierverlauf, denn ab den Playoffs wird dann eben Single Elimination Best of Three gespielt.
Und hier in der Gruppenphase wird auch nur bis zur 16. Runde gespielt. Das ist laut aktuellstem Regelwerk der Fall. Und jetzt spielt hier Virtus Pro mit einem kleinen Push. Müssen jetzt aufpassen, denn gleich wird hier aus dem Gang was kommen. Ruud sollte jetzt noch ein bisschen faken, macht auch. Und jetzt müsste hier der Rest über die Tür kommen. Und das ist ein bisschen zu spät, der Go. Konstantin wird hier trotzdem geholt werden können. Und Plaste mit dem Frag. Nikita konnte da noch einen machen. Und Hiob geht down aus der Mitte. Ja, und jetzt ist der Plaste ein wenig gefangen. Ersten kann er holen. One-on-one-Situation. Dimitri mit 87, Plaste noch mit 100. Aber die Bombe ist nicht am Mann. So, 43 Sekunden. Jetzt sind nur da hinten gespeckt. Oder sieht er ihn und Plaste holt? Die erste Runde für Power Gaming für Finnland. Runde Nummer 1. Ja, Glück gehabt, dass sie da aus der Tür dann doch noch ihre Frags machen konnten. Und Plaste, der hier am Ende gerade aufgeräumt hat, insgesamt mit 3 Frags dort in dieser Runde. Ansonsten der Tür-Go ein bisschen zu früh gespielt. Bisschen zu spät gespielt, sorry. Ja, nochmal zurück. Ja, wobei, jetzt wird hier gerade wieder offensiv gespielt. Plaste wieder mit 2 Kills diese Runde. Der Rest wartet hier unten vor Katze. Also ganz, ganz langsame Runde, nachdem man jetzt gerade die Runde geholt hat, doch relativ offensiv gespielt hat. Und in dieser Runde jetzt das erste Mal Überzahlsituation gerade zunichte gemacht. Jetzt noch 3 gegen 3. Wieder Überzahl. Dimitri muss jetzt Richtung Katze schauen. Sieht er den ersten. Und geht da eigentlich zu defensiv für meinen Geschmack. Jetzt hier alles zugesmoked. Und damit ist er letzter Mann. Wird da. Ja. Also er probiert's noch. 1-on-2. Das kann er holen auf jeden Fall. Er weiß, dass einer auf jeden Fall am Spot ist. Klasse. Setz hier den Headshot an Dimitri. Zweite Runde. Und wieder eine sehr entscheidende Runde von Plaste, der gerade wieder einiges an Kills gemacht hat. Ja, insgesamt in dieser Runde wieder 3 Kills von Plaste, der damit jetzt an Top-Position steht. Tiop bisher noch nichts gesehen und das zeigt sich hier auch in den Stats. 0-6. Und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was tun in den nächsten 9 Runden. Bleiben wir mal direkt bei ihm drauf. Gucken, was da für ihn geht. So, Natu gerade mit dem Frag gegen Alexei. Lange gebraucht. Plaster wusste dann nicht, wo der Gegner ist. Aber jetzt hier die dritte Runde in Folge für Power Gaming. Allerdings ist das gerade eben eine Sparrunde seitens Virtus gewesen. Jetzt die Möglichkeit, da den Ausgleich zu holen. Heute den ganzen Tag Counter-Strike bei uns im Programm. WC3 wird es dann auch ab morgen geben. Und Virtus versucht wieder über Katze offensiv zu gehen und da werden sie diesmal, wenn sie nicht ganz durchgehen, ja doch, jetzt pushen sie davor. Das ist auch die richtige Entscheidung, da jetzt ein bisschen Druck zu machen. Und gleich sollte aber der Go hier wieder über die Tür rausgehen. Und ich glaube, Roman riecht das. Roman riecht das, ja. Oh, und kann nicht den Frag machen. Nikita hat da noch einen Richtung Mitte gesehen. Müsste jetzt eigentlich auch mal schauen, dass da Tür kommt. Tür läuft nach. Kann den Frag setzen und der Rest ist auch gerade wieder über den Gang zurückgekommen.
dass man eben neu ansetzen kann über die Katze. Und das läuft jetzt. Das läuft. Power Gaming findet hier zurück ins Spiel, findet den Anschluss und damit der Ausgleich. Overall 4-4. Und das war jetzt ganz, ganz wichtig, nachdem man anfangs nicht so ganz gut drin war im Spiel. Aber Plaste zieht jetzt hier nach und nach sein Team weiter vor. Und Hiob nun auch endlich mit ein paar Fracks in den Runden. Und jetzt sehen wir teilweise eine Eco. Konstantin mit Farmers. Alexei macht mit der Diege am Z-Gang ein bisschen Action. Na, einmal vorbeigehüpft. Ah, schade. Die Gitter da ein bisschen famed. Alexei kriegt hier auch nicht den Frag. Also sehr schön daraus gespielt. Powergaming, nur Natu hat da gerade die Waffe abgegeben. Ansonsten vier Mann die Waffe mit ins nächste Spiel genommen. Tja, das ist jetzt einfach mal die fünfte Runde in Folge. Und Virtus Pro ist so ein bisschen Money Broke. Money Control auf jeden Fall bei Powergaming. Jetzt wäre es fast schon wieder gut, eine Runde mal abzugeben. Tja, und immer wieder das Duell. Nikita kriegt da immer wieder, wenn er da drin ist. Mindestens ein Spieler holt er da weg. Und hier gerade Dimitri mit der Awe offensiv gepusht, hat er direkt den Frag gesetzt. Allerdings auch nur noch 44 HP. Und jetzt ist die Frage, wer Katze aufpasst. Da ist Roman. Und da sind auf jeden Fall drei Spieler von Power Gaming. Alexei kann jetzt Banane zumachen. So, Mitte gecheckt, Banane ist gecheckt. Also da kann nichts mehr passieren und somit kann hier... Ja, alles ist gedeckt. Also unmöglich jetzt eigentlich für Power Gaming da auf den Spot zu kommen. Dimitri mit dem ersten. Oh. Wie sie da beide ins Wanken kommen, Plaste noch mit 3 HP und Nasu macht da immer noch einen Headshot. Und jetzt Alexei von hinten. One-on-One-Situation, Plaste mit 3 HP. Und wenn die gesessen hätte. Aber das hat sie nicht. Plaste, jetzt mit dem Plant, 15 Sekunden. Oh mein Gott, 100 gegen 3. Macht Plaste den Frag? Nein, Alexei mit dem Kill, kann jetzt defusen. Und endlich ist es mal wieder eine Runde für Virtus. So, und wenn Power Gaming jetzt die Runde holen sollte, dann könnte es der Fall sein, dass Virtus direkt wieder sparen muss. Powergaming spielt jetzt eigentlich genau das Richtige. Einer macht wieder ein bisschen Katzenstress und der Rest versucht dann Richtung B was zu machen. Dort ist Alexei immer wieder alleine. Und wenn man da was Schnelles spielt jetzt, Tiop, Banane und Virtus verschiebt schon rüber. Also die ahnen, dass hier der Go kommt. Ruud wird jetzt gleich noch das Duell haben gegen Nikita. Wir sehen es. Duell verloren und jetzt weiß hier Virtus eigentlich Bescheid. Oh, da wird nicht wirklich gut abgecheckt. Ja. Also, zwei Fracks, die sie locker hätten haben können. Schön rausgespielt von Virtus, die damit jetzt wieder zurück in Führung gehen. 6-5. Ja, nochmal ganz kurz zurück zum Regelwerk. Nutzen wir kurz hier die Zeit.
Also insgesamt wird gespielt bis zur 16. Runde, das sagt das aktuellste Regelwerk. Eine Knife Round gibt es nicht, das wird entschieden über einen Münzwurf. Und wer diesen gewinnt, der darf eben dann die Seite auswählen. Rundenzeit liegt bei insgesamt 1,45, Bombtimer bei 35 Sekunden. Fade to Black ist an, zumindest sollte es das sein. Die Buy-Time 15 Sekunden, Freeze-Time ebenfalls 15 Sekunden und nur die Teamleader dürfen in-game schreiben. Und der Teammanager darf nur während der Freeze-Time mit den Spielern sprechen. Sollte er das während dem Match tun, dann gibt es eben eine Verwarnung und bei Wiederholen folgt dann der Rausschmiss des Managers aus dem Turnierbereich. Also das zum aktuellen Regelwerk und sollte ein Bug geused werden, dann wird eben individuell entschieden. So, und Virtus pusht wieder über die Banane vor, können dann wieder die Räume eng machen und Horrorgaming versucht wieder ihr gleiches Spiel über Katze und Tür. Und nice Movement da gerade von Nasu, der einfach todesblind ist und dann eben hin und her jumpt, was es damit sehr schwer macht, den Gegner eben direkt zu treffen und auszuschalten. So, und für einige immer wieder interessant, an was für einer Hardware die Leute spielen. Vor Ort wird gespielt auf Windows XP Professional mit Service Pack 3. Und die Monitore, auch für den CS-Bereich, sind 22 Zoll Widescreen LCD-Monitore von Samsung. Und namentlich ist es der Syncmaster 2233RZ. Mit einem Kontrast von 20.000 zu 1 und einer Reaktionszeit von 3 Millisekunden gemessen in Gray to Gray. Also auch hier wird es bei diesem Turnier nicht nur darauf ankommen, wie laut es ist und wer mit der Lautstärke gut zurechtkommt, sondern auch, wer sich am besten auf die Monitore einstellt, ob CRT oder LCD. Das ist ja bei auch vielen immer ein Problem, mit einem TFT dann zu spielen. Gerade dann hier noch mit Widescreen, da werden wir dann teilweise auch Fotos sehen, wo die Leute mit Schweden ran spielen. Und ja, es gibt natürlich einige Sachen, die hier im Turnier dann einen Einfluss haben können. Das ist Jetlag, das ist die Hitze, die Schwüle mit dem Smog und alles. Aber natürlich auch solche Umstände dann mit TFT etc. pp. Ja, und Mousebots kann es eigentlich gar nicht besser erwischen, denn Dienstag sind sie angekommen, waren gestern relativ müde, das hat man auch gelesen, dass sie eigentlich während der Eröffnungsshow schon lieber am Schlafen gewesen wären. Aber sie haben heute noch den kompletten Tag, um sich auszuruhen, um sich vorzubereiten, um dann morgen eben frisch ins Turnier zu gehen. Und das dürfte insgesamt dann eigentlich reichen, um mit dem Jetlag und so fertig zu werden. So, Bombenspot ist eingenommen, Virtus zieht sich da auch schon wieder zurück. Möchten da in dieser Situation die Waffen lieber safen. Tja, und man sieht, sie haben alle nur Farmers im Anschlag, also auch da war es geldtechnisch noch nicht so fit. So, alle safen hier unter Leiter. Und alle vier Spieler behalten ihre Waffen, keiner gibt sie ab. Und aber geht's in die letzte Runde der ersten Halbzeit. 8:6 der Spielstand. Mal schauen, ob es auf ein 9:6 hinausläuft oder ein 8:7. Ja, und fürs erste Spiel um diese Uhrzeit schon 1300 Leute auf dem LTV. 72.000 hier auf dem Stream. Das ist schon enorm. Ich glaube, das Sat1 Frühstücksfernsehen hat jetzt um diese Zeit weniger. Und Natu zieht sich zurück und Power Gaming macht den Go auf dem B-Spot. Da kommt die Bombe mit Natu, der war da in der Katze drin und jetzt, wo man B-Spot eingenommen hat, das dauert eigentlich schon fast zu lange, denn jetzt weiß Virtus natürlich Bescheid, dass es da auf den B rauf geht. Und jetzt kommt Natu erst mit der Bombe. Nasu schafft ihn nicht, den Frag zu machen.
Oh mein Gott, sehr, sehr lange gebraucht. Jetzt ist die Frage, wie sie reagieren. 2 gegen 2 Situation, ruled, wichtige Posi und konnte da den Frag setzen. Jetzt 2 on 1. Roman, letzter Mann für Virtus. So, wird gesehen. Ruled hat ebenfalls alles im Blick. Ja, das muss die Runde sein für Power Gaming. Aber da ist es. Ruled mit dem Frag. 9 zu 6, das notieren wir. Also, Finnland mit einer ersten guten Halbzeit, nachdem man die ersten 4 Runden abgegeben hat, dann doch auf 9 Runden vorgekämpft. Das ist doch eine Leistung, die sehr, sehr gut ist. Einige Runden da holen können, dann nachdem man da ein bisschen aufgewacht ist. Hat alles ein bisschen am Plaster gelegen, der da dann ein bisschen davongezogen ist, ein gutes Spiel gemacht hat und ruled am Ende mit 17-10 Stats, also das war ordentlich. Und Thiob, der am Anfang da nach der 6. Runde immer noch 0 Frags hatte, ist immerhin mittlerweile Dritter mit 9-11 Stats. Also ich bin gespannt. Ja, interessant bei diesem Team wieder mal, dass Natu wieder zurück ist. Ja, und jetzt warten wir darauf, dass es hier die RRs gibt. Warum auch immer man hier jetzt noch wieder wartet. Aber das ist natürlich die Zeit, wo wir ein paar Comments vorlesen können. Interessant fand ich nämlich unter anderem diesen hier, Dark Delta. Er schreibt, nee, krank, mehr oder weniger, Fuß im Arsch. Match soll mal anfangen. Also lieber Dark Delta, jetzt interessiert mich noch, was genau du am Fuß hast. Denn wegen einem Fuß dann komplett zu Hause zu bleiben, das ist... mal gucken, wie alt. Ich schätze mal Schüler. Ja, leider kein Profil. Ja. Also erzähl mal, was du da genau hast. Kann dir ja fast keiner glauben. So, dann haben wir... Ja, Match geht live. Von daher switchen wir gleich wieder zurück. Ja gut, komm, machen wir später. Machen wir später hier die Comments. Also rein ins Spielchen, weiter geht es. Zweite Halbzeit läuft. 9-6 der Spielstand für Power Gaming. Und die spielen erstmal auch was Offensives über einen Zickzack-Gang. Versuchen da direkt die Mitte einzunehmen dann. Und Virtus befindet sich mit 4 Mann hier vor der Katze. Nur Dimitri fängt da ein bisschen, wo die Jungs von Power Gaming sind. So, jetzt heißt es schön smoken und dann den Spot einnehmen. Oh, die HE ist dann genau richtig. Also wenn da die Bombe schon am Legen gewesen wäre, die wäre tot. So, jetzt Roman mit dem Plant. Dimitri mit der HE. Katze wird schon von hinten besucht. Nasu. Schöne Frags von ihm. Macht er noch mehr? Nein, er fällt. Und das dürfte hier wieder die Pistol Round für Virtus Pro sein. Natu noch 19 AP, ja, der kann da nichts mehr machen. Jawohl, fällt hier auch. Und das ist erneut die Piste für Virtus Pro. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, zweite Piste geholt. Daran liegt es schon mal nicht. Aber ich bin gespannt. 10 Terrorrunden müsste man holen. Sehr, sehr schnell. Power Gaming hat die Katze unten eingenommen. Ja, und jetzt kleiner Leck. Aber Virtus Pro, da ist alles am Ende durchgelaufen. So, jetzt die Frage. Ja, wir sehen immer noch eine Eco. Und es wird wieder die Katze vorgepusht. Plaste. Vielleicht gibt es Besuch. Und jetzt müsste die Fläche rumkommen. Ah, es kommt keiner. Aber man steht wieder sehr, sehr defensiv. Nasu trotzdem wieder mit dem Frag hier. Dimitri muss jetzt rüberschieben. Oh mein Gott, und es sieht so aus, als könnte man hier vielleicht die Runde jetzt holen. Und jetzt gibt es gleich den Besuch von hinten. Und das könnte gefährlich werden, damit rechnen sie nicht. Jawohl! Nikita räumt hier auf, macht da 3 Frags, aber schöne Eco von Power Gaming. Ein bisschen Pech im Nacken, dass sie da von hinten kommen, beziehungsweise Nikita da von hinten kommt. Ja, und das ist keine weibliche Spielerin, wer das jetzt
vermuten sollte. Das kann man hier definitiv verneinen. So, Witches Pro. Man baut sich auf vor der Katze. Ruhig am Bangen. Hat da aber niemanden getroffen. Dimitri über die Mitte hoch. Power Gaming macht schon wieder über die Banane zu. Dimitri muss aufpassen. Da gibt es gleich über die Mitte Besuch. Ja. Oh, und Nasu setzt da einen Headshot im Vorbeilaufen. Vielleicht kommt. Nikita wartet da immer noch. Ja, und jetzt. Oh, ho, ho. Schlecht aufgepasst von Natu, der da eigentlich schon rumgeguckt hat, kurz alles abgecheckt hat und dann wieder langsam zurück wollte. Und jetzt wird es hier doch nochmal gefährlich. Nachdem hier die beiden Frags für Virtus gefallen sind, jetzt nur noch 2 gegen 3 Situationen. So, Ruid wird gleich Banane zumachen. Dann weiß man, dass von dort schon mal nichts kommen kann. Und jetzt wird Katze gepusht. Da ist nur noch Tiop. Oh, jetzt sehr schön, dass dafür ihn attackt wird aus der Mitte. Tiop hätte sich da gerade nicht zeigen dürfen, beziehungsweise durchschießen dürfen. So, und jetzt bekannt, aber er macht trotzdem den Frag-Headshot gesetzt gegen Dimitri. Erste Runde, Power Gaming, erste Runde für die Finnen. Und damit wieder die Führung overall, 10-9, der Spielstand für die Finnen. Finnen mit Apostroph. Aber das ist direkt mal ein wirklich Kracher-Game hier. Beide Teams schenken sich nichts. Wir sehen schöne Frags, wir sehen schöne knappe Runden. Spielstand ist eng. Und jetzt hier schön gemacht von Ruid. Staubt aber nur einen ab. Zu wenig Ausbeute eigentlich. So, ein Plaste muss aufpassen. Er ist da als einziger jetzt noch am Spot. Den ersten macht er, den zweiten nicht. Tio verschiebt rüber. Natu ist jetzt auch gleich am Spot. Kann eigentlich direkt die HE bringen. Oh, und er fällt. Er fällt. Roman noch mit 31, Tiop mit 100. Und Roman geht rüber. Und die Steps sollte... Ja. Ja, die Steps hat er gehört. So, One-on-One-Situation. Die Bombe wird ganz, ganz offen geplantet. Smoke. Oh, perfekt gemacht. Also, den muss Roman da eigentlich machen. Hat auch noch eine Flash, die wir gerade gesehen haben. Jetzt dürfte Tiop gleich sehen, dass die Bombe da liegt. Wir sehen sie leider nicht angezeigt, aber halb so wild. So, jetzt Roman. Hat er die Banks. Hat den Diffuse. Und Tiop schaut nicht. Er drückt durch, aber Roman macht den Headshot. Ja, also, das war abzusehen. Den hätte er auch machen müssen. Aber Tiop da dreist. Hätte er vielleicht direkt von Anfang an und nicht erst gecheckt und durchgeschossen, dann wäre Roman da vielleicht noch ein bisschen weggeblieben. Hätte vielleicht durchdrücken können. Aber egal, nächste Runde wieder für Virtus. Damit bleibt es weiterhin eng, 10-10. Ruid sieht da wieder alles vorbeilaufen, hat auch gut Schaden gemacht. Nikita noch mit 28. Aber der Spot wird natürlich getankt. Ja, beide fallen da. Natu kommt noch den in der Banane. Der dürfte auch nicht mehr so viel haben. Und Roman kommt zur Hilfe. Macht er den Kill. Und das 5-1. Also, Virtus Pro gibt da von Anfang an Vollgas. Power Gaming hatte gerade Eco eingelegt, jetzt wird hier wieder gekauft. Tiop allerdings nur mit Farmers. Ja, nicht wundern über den Krach hier im Studio. Das ist gerade unser Putzmann, der macht hier gleich sauber. Staubsauger ihn auch gleich an.
So, da sehen wir mal, was die Finnen da mit Waffen anfangen können. Also, wir haben jetzt hier den richtigen Riecher gehabt. Zweite Runde. Und wieder richtig vorgepusht. Ja, und Ruiz und Plaste da wieder sehr erfolgreich gewesen. Beide mit zwei Frags. Nur mal schauen, die Russen bauen jetzt erstmal wieder auf. Bisschen hauptsächlich über Katze und Gang. Allerdings auch hier ganz, ganz defensiv stehen, warten. Und dann sollte man warten, bis sie da vor der Tür sind. Mal gucken, ob sie dann Katze hochgehen und vielleicht die Tür aufflächen. Jedenfalls von Power Gaming keiner irgendwie im Gang rein. Natu hat immer wieder die Tür im Blick, während Tiop auf der Kiste sitzt. So, und jetzt geht's gleich los. Jetzt wird's gleich interessant. Und Tiop geht da richtig weg. Nasu noch. On spot. So, versucht da ein bisschen was zu bangen gegen Konstantin. Hat noch 44. One on three. Das dürfte er nicht holen. Dürfte er nicht holen. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Bombe hat er auf dem Rücken. Ja, und da ist Nasu. Steht da ganz, ganz sicher am Bombpoint. Nächste Runde Finnland, zweite in Folge. Und overall ist es nun wieder die Führung 12 zu 11. Eine Runde Vorsprung wieder für die Finnen. Knaller gehen. Also kann man immer nur wieder sagen. Mal gucken, ob die Hits gesessen haben. Dimitri da zurückgeschossen. Nein, nichts getroffen. Aber jetzt gut vorgepusht und den nächsten Hit gesetzt. Eieiei, das hat wehgetan. Dimitri 51 nach zwei Hits. Oh mein Gott! Nein! Und Nikita! Eieieiei! Das waren zwei Free Kills. Das waren zwei Free Kills. Und nur einer wird hier gemacht. Eieieiei! Schon beim ersten gerade die Probleme gehabt, obwohl man da die Zeit gehabt hätte. Schön die Köpfe anzuvisieren. Ha, schade. Schöne Aktion, schöne Aktion. Von Nikita, aber es ist nun schon die 13. Runde für die Finnen. Also, die Russen viel können sich jetzt nicht mehr leisten. Das war gerade Eco jetzt wieder gekauft. Danach die 14. Runde und dann ist die Frage, ob man dann noch das Geld hat. Wichtig wäre es auf jeden Fall, diese Runde jetzt zu holen. Plaste mal runter in den Gang gepusht. Da kommt allerdings niemand von Virtus Pro. Ja, und wo soll's hingehen? Wer trägt hier die Bombe? Momentan keiner auf dem Buckel. Also ist da wahrscheinlich vor der B-Mitte gedroppt. Ja, jetzt gerade gepickt. Also Roman trägt die Bombe und zu fünft marschiert man. Nikita gerade wieder allein unterwegs. Gesetzt. Spaceport ist damit leer. Ruhe, Tiop gefallen. Und jetzt aufpassen. Ja. Und Power Gaming macht sich da schon aus dem Staub. Zwei Waffen wollen sie safen, Natu ist schon weg. Und Plus hat er gerade noch einen Frag gemacht. Wird aber auch sparen können. Aber es ist die Runde auf jeden Fall für die Russen. Virtus Pro verkürzt hier wieder. Und das war, wie schon zu dieser Runde gesagt, eine ganz, ganz wichtige Runde hier für die Russen. Die jetzt damit die insgesamt 12. haben.
Schau, mit der nächsten könnten sie wieder den Ausgleich holen. 13-13 wären wir dann. Und das sollte im Bereich des Machbaren sein. Schauen wir mal, wie es bei den CTs aussieht, waffentechnisch. Ja, okay, man ist bestückt. Das heißt, es könnte sein, dass es nur die zwei Waffen sind. Nein, alle mit Waffen. Platze, der Einzige, der noch lebt, die Bombe tickt. Der ist auf dem B-Spot und da kommt Konstantin. Ja. Also, das läuft. Schauen. Also, das ist die 13. Runde. Power Gaming kauft erneut. Sollten sie diese wieder abgeben, dann haben die Russen die 14. Runde. Und dann dürfte es geldtechnisch eigentlich knapp aussehen bei Power Gaming. So, und dann könnte es den ersten Draw hier geben, beziehungsweise Overtime. Und dann bin ich gespannt. Laut Regelwerk sieht es aus, als würde es keine Overtime, beziehungsweise keinen Draw geben. Also als dürfte es keinen Draw geben und somit nur Siege oder Niederlagen. Und damit müsste es dann die erste Overtime geben und das hier im ersten Gruppenspiel. Also viel geiler kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Also das erste Gruppenspiel, da weiß man schon, was das für ein geiles Event wird, wenn es so losgeht. Also da ist es schön, dass es draußen noch dunkel ist. Da kann man ruhig mal das Höschen ein wenig weiter runterziehen. Und vor Freude nackt durch die Bude rennen. So, das ist die Runde erstmal wieder für Power Gaming. 14. Runde. Also, der Plan geht auf. Virtus Pro sollte auch noch Kohle haben. Jetzt können sie wieder natürlich kaufen. Tja, und jetzt liegt es bei Finnland in eigener Hand, die 15. Runde zu holen. Mit der nächsten Runde hätten sie auf dem Konto die 15. Das wäre das 15-13. Also dann der Druck nur noch eigentlich auf den Russen. Also ich bin gespannt, was wir jetzt hier wieder für eine Runde sehen werden. Ja, man spielt ganz, ganz bedacht, während Finnland da ein bisschen wieder gerusht ist. Ruhe schaut noch Katze, da ist Roman. Roman, ah, da hat er die Waffe gesehen. Ja, und Ruhe macht den Frag. Und Virtus damit nur noch zu dritt hier im Spiel. Hutsch. Dimitri B. In der Banane wartet Plastim. Zickzackgang wartet Nasu. Und Nasu gerade weggezogen. Die Steps hat er gehört. Spielen jetzt die Russen. 45 Sekunden sind es. Und es muss hier auf den B-Spot gehen. Das wird es jetzt auch. Zwei kommen hier über oben. Einer über die Banane. Und den hat er auch gesehen. Nikita! Wo ist denn die Ansage? Da muss es doch kommen hier. Minyazawus, Rognislevi. Kiste. Ja, das war's. Das muss die 15. Runde sein. Jawohl. Wir sehen hier Konstantin. Da wird er einfach nur noch saven. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Plaster und Nasu sind schon beide am B. Da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Zack. So, und für Virtus heißt es nun, alle Runden zum Unentschieden. Zwei Stück overall. 15-13. Die Führung für die Finnen, die jetzt hier alles sicher machen können. Ja, man sieht es waffentechnisch, equipmentmäßig. Man hat keine Westen groß gehört, kein Equipment. Und die Finnen spielen es genau richtig runter.
spielen wieder sehr, sehr offensiv. Tja, die Russen scheinen da immer noch am Einkaufen zu sein. Sprechen sich hier immer noch, wie was irgendwie gemacht wird jetzt. Alexei. Schauen wir schnell, ob Natu im Gang ist oder auf Spot. Ja, er ist auf Spot. So, Konstantin soll vielleicht aufflächen die Tür. Thiop da erstmal wieder zurückgedrängt, indem er gesprengt hat. Und jetzt wichtig, die Tür eigentlich aufzuflächen. Ja, und da wird er geholt. Thiop wird geholt. Alexei schon raus. So, Finnland da schon ein bisschen verzogen, verschoben. Sind jetzt aber auch wieder auf dem B. Auf den Spot kommt. Nikita versucht oben einzunehmen. Bombe wird geplantet. Und Dimitri im Zickzackgang noch erfolgreich gewesen. Ja, den gerade nicht mitbekommen. Und Plaste muss da natürlich aufpassen. Und Thiop mit dem nächsten. Nikita, und jetzt können sie sich komplett konzentrieren auf die Banane. Und Nikita macht auch diesen. 8 zu 6, 15 zu 14 der Spielstand. Freunde, nochmal, wir sind hier im ersten Spiel des Turniers, das erste Gruppenspiel in dieser Gruppe B. Und gleich sehen wir so ein Burner-Game. Da machst du nichts mehr hier. Da ziehst du direkt um die Uhrzeit hier eine Ereigniskarte. Zack, kriegt man hier so ein Spiel vor die Nase gehauen. Mann, Mann, Mann. Also, alle, die jetzt hier zuschauen und um die Zeit wach sind, das hat sich gelohnt, den Wecker zu stellen, wach zu bleiben, die Arbeit, Schule oder irgendwas zu schwänzen. Und jetzt geht es hier auf den Spot, ratze, fatze, schnell, geht es hier rauf, Ruin mit dem Double, jetzt kommt schon das GG. Und was werden wir sehen hier? Two-on-Two-Situation. Konstantin mit 5 HP, Dimitri fällt. Und das sollte der Sieg sein für Power Gaming, für Finnland. Konstantin kann ausrasten. One-on-Two-Situation. Zeit ist genug da. Und er plantet sehr offen. Jetzt hat er uns verraten. Jawohl, da ist es. Die Bombe wird defused und das ist der Sieg. 16 zu 14 gewinnt hier Finnland.